Hallo Leute, willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Alice streckt sich erstmal, denn es geht weiter. Wir haben im letzten Part dieses Metall hier abgekühlt und wir können nun hier runter. Da oben ist übrigens... Oh nein. Oh nein. Treff ich so? Nee, ich treff so nicht. So. Erstmal mich hier umsehen. Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht. Da links werde ich bestimmt sterben. Ja, ich muss einfach immer in Bewegung bleiben, dann geht's. Dann geht's einigermaßen. Da hinten ist was. Da hinten ist ganz viel. Aha, ja, jetzt kann ich mich erstmal heilen. Das ist gut. So, reicht auch schon. Alles mitnehmen hier. Zack. Und, aha, da ist was. Aha. Fies Hallo? 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 Sterb doch mal. Hier lang nämlich. Ha. Das war ein gut verstecktes Geheimnis. Aha. Und Flasche. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Aber was ist da hinten noch? Was ist da hinten noch? Was passiert hier? Wow, ich... Feuer. Okay, das musste ich anscheinend sogar tun da hinten. Es geht in Ordnung. Treff ich das Ding so? Na, komm schon. Ja, ich habe das Ding da oben kaputt gemacht. Das war gut so. Manu! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Meine Güte! So, das Ding da erledigen. Das war gut, das war gut. Das da, komm schon! Schieß! Ah, da komme ich nicht hoch. Muss ich tatsächlich diesen anderen Weg nehmen. Oh, du hältst erstmal die Klappe da drüben. So, gibt's ja gar nicht hier. Ah, Alice, pack nicht rum hier. Ah, bin ein kleines bisschen nervös. Nur so ein kleines bisschen. Wie komme ich jetzt darüber, bitte? Einfach mit viel Glück. Eins, zwei, drei. Komm schon, Alice. Was? Wie hätte ich jetzt darüber kommen sollen, bitte? Was? Okay, was mich jetzt wundernimmt, habe ich das Geheimnis? Was interessiert mich jetzt gerade, ob das gespeichert wird? Hier hätte man sie eigentlich sehen müssen. Ja, ich hab's. Alles klar. Okay, wie komme ich darüber? Wie komme ich darüber in alles in der Welt? Also ich kann auf jeden Fall da hoch. Ja. Dann vielleicht... Nee, keine Ahnung. Ah, vielleicht ganz hoch da. Aha, vielleicht einfach hier hoch. Mm, super. Warum nicht? Die Zeit für Alternativoptionen ist jetzt vorbei. Leck mich doch. Du kommst nicht an mich ran. Nein. Wow. Das war knapp, Alice. Wow, da steht hier ganz viel Gedöns. Erstmal sich heilen lassen. Puh, und die letzte Blüte. Und reicht auch schon. Dankeschön. Hier noch die Zähne mitgenommen. Und gut. Das ist ein scheiß Mausding hier. Also. Hier tödlich. Ja. Hört das Ding mal auf, danke. Ja, ich wollte schon sagen, ob noch an einem anderen Ort runter getropft kommt. Ich glaube, ich warte hier. In der Hoffnung, nicht zu sterben. Wo fließt die Lava runter? Ah, schönes Bild da drüben wieder. Haufenweise Gegner getötet. Ja, die Lava fällt quasi genau vor mir runter. War gut, dass ich gewartet habe. So. Idealerweise würde ich jetzt... Aha! Kann ich den da unten schon so töten? Das war nicht gut. Zack, nee, offenbar geht das nicht. So, dann halt so.
Nein, 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 ich, nein. Oh Gott. Ich muss irgendwo kämpfen, wo ich mehr Platz habe. Da drüben in der Ecke zum Beispiel. Erstmal euch beide erledigen. Nein. Komm, schieß! Danke. Ha. Konnte zwar nicht zurückschleudern, aber das macht nichts. Nein, das war Kacke. Warum? Was? Toll. Während dem Angriff ist, ja, ist Alice jetzt einfach mal... Zack. Na, super. Ich sehe doch das Ding an. Ja, das meine ich. Während Alice kämpft, ist es teilweise ein bisschen Kacke, weil sie... während dem Angriff so viele Schritte weitergeht. Das kann tödlich enden. Haben wir jetzt gesehen. Was? Feuer doch! Stirb mal! Weg da! Das war ziemlich bescheiden ausgewichen, war das. Oh, das ist tot. Und du bist auch gleich tot. Ah, das war nur das Auge. Ich denke immer, das ist Energie, dieses Auge, das das Vieh ständig verliert. Was ist das? Ist das jetzt wieder ein Schalter? Möglicherweise. Was ist das hier? Ah, nee. Wow, Gott. Das war wieder gut knapp. Hallo? Kann ich dich irgendwie verletzen? Was war das? Falsche Taste. Scheiße. Was ist denn jetzt los? Sterb, du blöde Maus hier. Gib mir die Arme wieder. Naja. Aktivieren wir mal das da. Keine Ahnung, was ist wirklich... Hallo? Danke. Ich habe gerade ein Problem mit den Tasten, merke ich gerade. So, aktiviert. Was passiert denn jetzt? Was steht da? Müll. Ah, Müllschlucker, okay. Was? Oh, ne. Oh, nein. Oh, nein. Alice, komm. Danke. Wow. Das war bösartig. Das war jetzt wirklich gerade übers bösartig. Ich höre doch schon wieder Gegner. Ja, da drüben. Kann sie noch nicht treffen. Hier rein kann ich nicht. Ich muss da drüben ein Ventil aktivieren. Ist in Ordnung. Moment, kann ich dir so schaden vielleicht? Nein, kann ich nicht. Hab ich es so verletzt? Ich glaube nicht. Hallo Hase. Hier drin gibt es nichts mehr. Vereise ich jetzt die andere Seite der, des ganzen Raumes oder was passiert jetzt? Ja, tue ich. Ein kurzzeitiger Rückschlag, ein kleines Hindernis, eine banale Hemmung. Ich mach einfach weiter. Mit dir befasse ich mich später, Alice. Unseren grandiosen Plan hältst du niemals auf. Ja, du mich auch. Du mich auch, blöde Maus. Gut. Sie befasst sich später mit uns. Warum auch nicht? Also nehme ich an, muss ich jetzt da oben den Hehl betätigen und dann kriegt der Hutmacher seine Arme wieder. Wow. Hier sind ganz viele Hebel. Kann ich welchen? Kann ich diese auch? Nee, ich kann nur den hier aktivieren. Tun wir doch mal. Was passiert jetzt? Die Arme fallen in den Müllschluck oder wie? Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht? Es sieht aus, als könnte ich jetzt auch da entlang gehen. Ja, Alice springt auch in den Müllschlucker. Super. Ist das klug? Warte doch. Oder wo lande ich jetzt? Okay, wo lande ich jetzt? Ich habe ein bisschen Panik. Mobilität wäre auch sehr nett. Erwarte keinen Dank von mir, bevor ich nicht wieder vollständig bin. Kein Ausruhen auf Lorbeeren. Sekretär. Jetzt muss ich wohl seine Beine suchen. Chaiselongen. Klappstühlen. Hockern. Was labert er da? Okay, anscheinend haben wir ihm jetzt seine Arme gebracht. Das wäre ja eigentlich gut. Nur noch seine Beine. Aber wo kriegen wir jetzt diese Beine her? Gibt es hier noch einen anderen Weg?
dass ich wüsste, oder? Da wird mir ein Schirm angezeigt. Warum das? Da an der Wand, ein Schirm. Warum? Aber zurück kann ich ja nicht mehr, oder? Da sind wir uns einig. Ja, wir machen das erstmal wieder auf. Da ist noch eine Flasche. Okay, habe ich jetzt die beim letzten Mal nicht gesehen, oder was? Ah, da lagen übrigens die Arme. Da. So. Wo soll ich denn jetzt lang, bitte? Ich gehe einfach wieder da hoch. Durch das Ziffernblatt, ja. Ich hoffe jetzt mal... Was? Bereit im Augenfass mit dem Uhrwerkbombe. Aha. Was? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Aha, verstehe. Jetzt gehe ich darüber, weil... Da war ich ja jetzt. Ich verstehe. Schaffe ich diesen Sprung? Das war schon letztes Mal meine Frage. Hep, hep, hep. Jawohl. Alles klar. Hat gepasst. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So, jetzt fahren wir mal in dieses Gebiet. Ich nehme an, hier herrscht der Hase. Gut. Warten wir mal ab. Schenkt der Katze Beachtung. Ja, tue ich doch immer. Ab zum Hasengebiet. Ich hoffe, der ist nicht ganz so krank wie die Maus. Ja. Oh, die Katze. Wo bist du? Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Okay. Schön. Sehr schön. was? Augen und Uhren und alles Mögliche da drüben. Alles klar. Gehen wir halt mal dahin. Und ja, da ist ein komischer Hase gezeichnet. Und das ist wieder so ein Idiot, der ständig labert hier. Ah, da. Ist das ein Fuß? Du Scheiße. Ja. Aha, es hat gepasst. Gut. Dachte schon, meine Waffe wird zu schnell heiß, aber es hat gereicht. Ja, hört auf mit deinem blöden Gelaber hier. Es nervt. Was? Aha, eine Erinnerung. Industrie nährt sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwägen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Ja, ja, mein Erbe zu Geld machen, ist klar. So. Jetzt hier lang, verstehe. Und die kommen... Aha. Ich wollte schon sagen, wie komme ich jetzt darüber? Nein! Och, Alice, hör auf damit, ja? Oder kann ich da oben noch hin? Nee, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Da muss ich also lang. Oh Gott. Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Nun gut. Nun gut. Heppa. Zack und zack. Was? Aha. Hase. Ah, das Zeug bleibt jetzt oben. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und bums. Gut, 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 gut. Dann hier die Zähne. Bin mir gerade am Überlegen, wo ich überhaupt lang muss. Aber ich glaube, das ist schon der richtige Weg, oder? Ja, das ging nochmal gut. Das ist... ein Geheimnis. Hoffe ich mal. Ja, definitiv ist das ein Geheimnis. Was sagt eigentlich die Zeit? Ich bin schon fast wieder durch. Manu! Flasche. Aber die, so diesen großen Raum hier, den würde ich jetzt gerne noch abschließen hier. Dauert halt wieder ein bisschen länger, aber macht ja nichts. Macht ja hoffentlich gar nichts. So. Weiter geht's. Haben wir eigentlich ein neues Kostüm bekommen? Nein. Ist immer noch dasselbe. Okay. Ich wollte es einfach mal versuchen, weil da so ein Bild war. Wow, 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 wow. Okay. Das war knapp. So, hier muss ich das nämlich tun. Bums. Hier haben wir tolle Dinge.
Zähne. Nom nom nom. 300. Ah, Gegner. Weg da. 380 haben wir. Ist das ein Geheimnis oder geht's hier weiter? Ne, hier ist einfach nur... Aha. Aha, ich verstehe. So, schön hingesetzt. Und nun hoffe ich, dass hier nichts passiert. Also nichts Böses. Muss jetzt einfach nur darüber, hoffe ich. Und zack. Nun kann ich mich umdrehen und sehen, ich sehe nichts Geheimes. Gut. Zack. Hier hinten auch nichts Geheimes. Nein, sieht nicht so aus. Gut, gut, gut. Oh, das ist wieder so ein hässliches Zeichen auf dem Boden. Ja, schnell dadurch. Das war, glaube ich, gut knapp. Das öffnen. Hier würde es dann weitergehen. Aber hier ist vielleicht wieder ein Geheimnis. Nee. Hier ist einfach nur, damit ich noch weitergehen kann. Das ist gut so. Hier müsste das sein. Ja, einfach hier durch. Wir benutzen immer dieselben Zahnräder. Ist eigentlich cool gemacht. So, cool. Sonst noch irgendetwas, das ich übersehen habe? Ne, sieht nicht so aus. Okay, wir haben wieder einen Checkpoint erreicht. Das bedeutet... von da labert der Typ. Ja, Leute, das bedeutet, das war's für heute mit Alice Madness Returns. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.